An jenem Tag geriet während des Experiments eine Ratte in den Materietransporter. Alles okay. Es ist mir völlig egal, wie du aussiehst. Das wird an meiner Liebe zu dir nichts ändern. Ich danke dir, Veronica. Aber... Tut mir leid. Ich kann nicht mit einer Katzenliebhaberin wie dir zusammenleben. Oh, David! Nein, ich will nicht! Bitte vergiss mich einfach! Warum musste David so hart zu ihr sein? Und Veronica wusste doch, dass sie ihn nicht treffen durfte. Ach, jetzt wein doch bitte nicht. Quatsch, ich wein doch gar nicht. Ich geh mal kurz auf Toilette. In der Zwischenzeit kannst du deinen Tränen ungeniert freien Lauf lassen. Mann, ich hab doch gesagt, ich weine nicht. Go. Nanu? Sie ist ganz allein. Sie hätte doch fragen können, ob ich was mit ihr essen gehe. Hallo. Ich bin echt ein Glückspilz, dass ich heute zusammen mit dir ein Maki-Lenü... Lucky-Menü essen darf. Das ist wie ein Traum. Momo? Spinn ich? Ist das etwa ein Date? Go und Momo? Ja, was ist denn, Sosuke? Alles in Ordnung? Entschuldigerin, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Oh, wie hast du das denn schon wieder geschafft? Beschreib mir mal, was du siehst. Naja, hier ist so ein Schild, auf dem Südausgang steht. Oh Mann, das ist ja in der entgegengesetzten Richtung. Ist gut, ich komme jetzt zu dir. Beweg dich bitte nicht vom Fleck, ja? Geht klar.